Hallo und willkommen zurück zu Banishers Ghost of New Eden. Ja, wir müssen hier noch ein bisschen was suchen. Allerdings weiß ich noch gar nicht so genau wo, wie, was. Aber wir sind hier wieder im Suchbereich. Da ist auf jeden Fall die Truhe. Und das Witzigste ist, dass wir auch schon aus dem Suchbereich raus. Nee, da ist nichts. Vermutlich da lang. Das für Tür. Wir müssen den Schlüssel dafür finden. Ehrlich? Was haben wir hier überhaupt markiert? Den gleichen Anteil für alle. Aber irgendwie suchen wir hier gerade was anderes, kann das sein? Okay, wie schaut's denn hier aus? Komme ich auch aus dem Suchbereich raus? Hier auch? Ja, dann bin ich hier, glaube ich, umsonst runtergefahren, oder? Kann das sein? Ansonsten sehe ich hier nichts. Ich glaube, das war hier verkehrt. Oder ich habe den falschen Aufzug verwendet. Ich glaube, der andere Aufzug, der fährt nicht so weit runter. Oder? Deswegen doof, dass man hier keine Haltestellen hat oder sowas. Da müsste ich raus. Das ist ja eigentlich gleich ziemlich unterhalb, ne?
bin mit dem Aufzug gefahren, aber vom... Was sagt er hier eigentlich? Wir probieren es mal nochmal, wenn nicht, dann haben wir halt ein bisschen Zeit vergeudet. Aber ein bisschen schneller könnte das Ding schon fahren. Wir hätten hier mal einen Expressaufzug einbauen können. Irgendwie muss ja die gute Dame da runterkommen sein. Da würde ich gerne hin. Für dich. Oh, der ist tatsächlich hier. Schemel, er macht sich an die Leiche ran. Sie bringen noch mehr Freunde mit. Achtung, ein Schemel ergreift Besitz. Ja, mach ich doch. Ah, du willst also kämpfen? Also, jetzt lass uns das Symbol finden. Ah, okay. Dann sind wir hier auf dem richtigen Weg. Das Symbol habe ich schon gefunden. Das ist hier. Das kann man nicht zerstören, ne? Also hier sind wir schon richtig. Jetzt muss man natürlich hier alles absuchen. Ah, da war die Truhe, okay. Da ist nichts. Aber interessant ist, dass wir unten nochmal eine Türe gefunden haben. Das kann doch nicht hier sein irgendwo, oder? Okay, da war das schon wieder einer. Aber da bin ich außerhalb des Radius. Also ist es hier nicht. Sie steht hier. Hast du was gefunden? Mir gefällt dieser Ort ganz und gar nicht. Nathaniel hatte recht, was die Schlüssel angeht. Aber wieso sollte Bathsheba hierher kommen? Okay.
Das kann man nicht zerstören. Zucker, Öl und Löffel. Alles aus Ingersolls Laden gestohlen. Laut der Witwe. Ein einzelner Dieb hat das Geld, die Schlüssel und die Waren gestohlen. Und alles hier versteckt. Und dieser Dieb war die Witwe Ingersoll höchstpersönlich. Wieso sollte sie ihre eigenen Waren stehlen? Sie wollte, dass Nathaniel bei ihr bleibt, um den Laden zu retten. Aber das war's hier noch nicht. Na klasse. Da kommt auch Helmut. Ja, das Schutzschild bricht. Verstärkung! Überrascht. Ob das der ist weg? Schlafen wir kurz nach. Die Laterne schießt auf. Ich mach den nochmal mit Verbannen. Ehrlich? Was? Da ist noch einer. Lass mal den Spatien vermöbeln. Oh. Er hat es auf euch abgesehen. Okay. Wir haben ihn nachgeladen, ja. Echtes Geschäftsbuch für Ingersolls Gemischtwarenladen. Da schau an. Ein Kassenbuch von Ingersolls Laden. Das Datum. Aber die Beträge sind viel höher. Zwei verschiedene Geschäftsbücher. Eines davon weggesperrt in einer Truhe. Die Witwe Ingersoll wollte nicht, dass Nathaniel die Wahrheit über die Finanzen kennt. Sie hat ihm was vorgelogen. Wieso würde Bathsheba über ihre Finanzen lügen? Um den Laden zu behalten. Um Nathaniel zu behalten. Sie sind alles, was sie hat. Sie will nicht allein sein. Ihr wart immer gut zu mir, Mr. Ingersoll. Und das werde ich euch nie vergessen. Ich werde tun, um was ihr mich bittet. Ich werde eurer lieben Gattin helfen, den Laden zu führen. Ich werde euch nicht enttäuschen. Das schwöre ich. Vertrag. Ich, Nathaniel Sather, schwöre hiermit am 3. September des Jahres 1691 in Boston in der Provinz Massachusetts Bay, dass ich meinen Posten als Verkäufer in Ingersolls Gewischwarenladen jetzt in Boston so lange beibehalten werde, wie mein Arbeitgeber Master Weldon Ingersoll es verlangt, oder in seiner Abwesenheit wie Mistress Patterson so, Dingsbums Ingersoll es verlangt, damit der Laden weiter bestehen kann. Unterschrieben, bezeugt und registriert in Boston 3. September 1691. Und da haben wir wieder die Fessel. Mr. Ingersoll, der verstorbene Gatte unserer lieben Witwe. Nathaniel schien den Ingersolls treu zu sein. Ich frage mich, warum er sein Versprechen gebrochen hat. Wir sollten die Witwe fragen. Mhm, aber es ist hier immer noch das Buch, Radius. Das wundert mich ein bisschen.
Da komme ich doch bloß wieder raus. Aber eigentlich hat sich die Mission geändert. Das ist, glaube ich, was anderes, das Hochradius hier. Das sind zwei überschneidende Missionen. Aber hier haben wir alles. Na gut, das dann nicht. Aber das ist vermutlich auf einem anderen Stockwerk. Also da würde ich lang suchen können hier. Das heißt, wir fahren wieder hoch. Da ist ja auch nichts, ne? Nein, nein. Wir fahren wieder hoch. Ne, da nichts. Ja, das muss man wissen, dass man zwei verschiedene Aufzüge hat und dass die auf zwei verschiedene Ebenen fahren. Aber hier in der Gegend haben wir zu viel ansammeln lassen, dass man da keinen Überblick mehr hat. Da komme ich nicht raus. Ne? Also, Verbanner, was habt ihr gefunden? Mr. Saffer. Wir haben in den Minen unter anderem euren Vertrag mit Mr. Ingersoll gefunden. Den habe ich unterzeichnet, als der alte Ingersoll starb. Tränen verschmieren die Schrift. Ich versprach mich um den Laden, um Bathsheba zu kümmern. Mein Eid hat mich an den Laden gebunden. Aber es gab Konflikte. Also habe ich mir genommen, was mir zusteht, und bin gerannt. Wir haben außerdem ein altes Geschäftsbuch gefunden. Eine Kopie von dem, das Bathsheba euch vorgelegt hat, nur mit besseren Zahlen. Bathsheba hat Geld. Bathsheba lügt. Das Geld gehört rechtmäßig mir. Vielleicht sollten wir jetzt zum Laden zurück und die Witwe Ingersoll zur Rede stellen. Wir müssen gehen. Hab Dank für eure Hilfe. No problem. Der sitzt leider immer noch da und da kann ich das Ding nicht klauen. Ach, deswegen ist hier Anno Radius. Alles klar. Ein netter Mann, wirklich. Aber in die Krankenstation müssen wir doch auch noch, ne? War die hier? Ne, wenn, dann würde hier noch gebaut. Ich weiß nicht mehr, ich... Irgendwo war doch die. Diesen Hallo. Geist. Wer ist das? Wer kommt da? Ach, Gott sei Dank. Hey, schaut da. Helft mir. Habt ihr ihn gesehen? Den Geist meine ich. Ja, habe ich. Na gut, vielleicht können wir helfen. Also, Soldat, spuck's aus. Was genau geht hier vor sich? Was ist mit Schwester Winx geschehen? Was glaubt ihr denn? Sie ist abgekratzt. Und jetzt will sie mich mit ins Grab zerren. Wir haben Schreie gehört. Wart ihr das? Hat sonst jemand reagiert? Keiner hier kümmert sich einen Scheißdreck um den anderen. Die sind zu sehr damit beschäftigt, sich um ihren eigenen Arsch zu sorgen.
Ich könnte hier elendig verrecken und niemand würde es interessieren, bis meine Leiche zu stinken anfängt. Wann habt ihr Schwester Wings zuletzt lebendig gesehen? Schwer zu sagen. Die Zeit verhält sich merkwürdig hier. Gerade war sie noch da, dann weg und jetzt ist sie ein Geist. Aber ihre verdammte Lanzette hat sie immer noch. Warum sollte sie euren Tod wollen? Sie ist ein Geist. Sie ist nicht zum Teetrinken hier. Er hat nicht Unrecht, irgendwie. Sie bringt ihn um. Euer Husten ist nicht besser geworden, eher schlimmer. Ja, wenn sie vorbeikommt, geht es mir danach schlechter. Lebendig war sie auf jeden Fall eine bessere Schwester. Was glaubt ihr? Wohin geht ihr Geist? Sie kommt und geht durch eine verschlossene Tür. Was sie danach macht? Keine Ahnung. Gibt es einen Schlüssel oder einen anderen Weg in den Raum dahinter? Kann sein. Das war hier mal das vor langer Zeit. Es gab einen Weg nach draußen. Durch den Turm im Westen. Ich hatte einen Schlüssel. In der Baracke sind meine Habseligkeiten, da sollte er sein, wenn sie niemand gestohlen hat. Okay. Vermutlich. Naja, ich werde mich umsehen. Ihr bleibt hier. Wo in Gottes Namen sollte ich denn hingehen? Ihr bleibt hier. Unverschämter Drecksack! Zieht Leine. Lass mich mal einen Blick hinter die Tür werfen. Abgeschlossen. Und? Also, die liebe, aufopferungsvolle Schwester Wings kehrt als rachsüchtiger Geist zurück. Kommt vor, aber in diesem Fall habe ich meine Zweifel. Wenn das gespielt war, dann hätte sie einen Preis verdient. Ich höre hier was, ne? Ich weiß noch nicht, was das ist. Okay, wir haben hier einmal die Baracke. Und einmal das mit dem Laden. Ich würde fast erst einmal den Laden hier mal abschließen. Bezahle deine Schulden. Wir müssen uns unterhalten, Mrs. Ingersoll. Klingt ominös. Gut, sprecht. Lass mich erst mal gucken. Wollen wir Handel treiben? Das sollten wir durchaus, mein Herr. Was interessiert euch? Oder bis die nächsten 20 Jahre da sonst nicht mehr ansprechbar, das kennen wir ja irgendwo her. Da hätten wir nämlich Saftling. Das kaufen wir natürlich auf. Ich würde mal sagen, die Dinger kaufen wir auch. Kerze, die in der Dunkelheit Licht spendet. Nehmen wir auch mal mit. Haben wir noch nicht. Ich habe leider schlechte Nachrichten. Ich habe Nathaniels Leiche gefunden. Die Wölfe haben ihn erwischt. Oh nein, der arme Junge. Was für ein furchtbares Ende. Hatte er meine Schlüssel? Ah, ja, die Schlüssel. Diese kostbaren Schlüssel, die ihr so unbedingt wiederhaben wollt. Die Schlüssel, die zunächst eine Tür in den Minen öffneten und dann eine Truhe hinter dieser Tür. Ich habe euer echtes Kassenbuch gefunden, sowie eure angeblich gestohlenen Waren. Eure Lüge sollte mich von den Minen fernhalten. Hat nicht geklappt. Die Geldkassette und der Inhalt gehören mir. Was habt ihr damit getan? Ich will alles zurück. Wir haben, was wir brauchen. Vielleicht ist es an der Zeit, es zu beenden. Mrs. Ingersoll, ich möchte euch jemanden vorstellen. Einen alten Freund. Herr, erbarme dich! Keine Sorge, Mrs. Ingersoll, es ist alles gut. Ihr kennt Nathaniel Sather selbstredend. Ich kann bestätigen, sein Geist sucht euren Laden heim. Du, der du abgehauen bist, als ich dich gebraucht hätte und kommst, wenn ich dich nicht mehr brauchen kann. Das Geld gehört rechtmäßig mir. Das Geld gehört Mr. Ingersoll. Du wolltest es nur für deinen tollen Thomas. Mein Thomas lebt noch
und der alte Ingersoll liegt schon lange unter der Erde. Nie habt ihr um ihn getrauert. Ihr behaltet mich hier, um den Laden zu behalten. Und den Laden, um euren Gatten zu behalten. Und euren Gatten, damit euer Herz nicht zerbricht. Ich kann nicht um ihn trauern. Das würde mich umbringen. Ich habe die Bücher gefälscht. Ich habe die Waren gestohlen und sie versteckt, damit das Geschäft weitergeht. Damit du bleibst. Das weiß ich. Aber es aus eurem Mund zu hören, was habt ihr euch dabei gedacht? Ich glaube, es wird Zeit, dem ein Ende zu setzen. Naja, wir lassen die arme Sau aufsteigen. Nathaniel Saffer, der Laden der Ingersolls war ihr Ein und Alles. Und ihr habt viel geopfert, damit er läuft. Jetzt sucht ihr die Besitzerin heim. Ich habe nichts Falsches getan. Sie hat mich nicht bezahlt. Sie hat über die Finanzen des Ladens gelogen. Das ist Vergangenheit. Wo ihr jetzt seid, da braucht ihr kein Geld mehr. Ihr könnt nicht mehr zurück nach Boston, Nathaniel. Nein, das kann ich sehr wohl. Ich kann mich jetzt schnell und weit bewegen. Mir sind keine Grenzen gesetzt. Ich kann gehen und Thomas sehen. Und wozu? Wollt ihr ihn heimsuchen? Euer Herz mag an Thomas gebunden sein, aber euer Geist ist an den Laden gebunden, wegen eures schriftlichen Versprechens an den alten Ingersoll. Ihr werdet nicht von hier weggehen. Ihr könnt es gar nicht. Ihr werdet langsam vergehen und vergessen, wer ihr seid. Ihr werdet Thomas vergessen. Aber das ist so ungerecht. Das Leben ist ungerecht, Nathaniel. Der Tod ebenfalls. Ich weiß, ihr wähnt euch ungerecht behandelt. Aber nehmt wenigstens euren Frieden an. Geht. Ihr seid frei. Vergib mir, Thomas. Ich hab dich enttäuscht. Bitte behalt mich in Erinnerung, wie ich auch dich in Erinnerung behalten habe. Lebt wohl. Oh, Nathaniel. So etwas Schreckliches sollte niemand mit ansehen müssen. Innerer Frieden haben wir hier. 180 Meter. Ja, die ist jetzt erstmal am Boden zerstört. Aber natürlich gehen wir noch in die Baracke. Ich glaube, Peabody's Sachen sind noch dort. Vielleicht befindet sich der Schlüssel unter ihnen. Gut, wir haben, was wir gesucht haben. Und hier? Das haben wir schon mal gelesen. Was haben wir jetzt mit dem Schlüssel machen müssen? Und vor allen Dingen, wie kommen wir hier rein? Gibt's immer noch keine Möglichkeit, ne? Da ist ja noch was. Nachricht von N. Wings. Ich muss mich für eine Weile zurückziehen. Bitte seht hin und wieder nach Mr. Peabody. Schenkt seinen Beschimpfungen keine Beachtung. Er ist nur krank. Ich werde bald wieder zurück sein. Schwester Wings. Warum würde sie plötzlich so verschwinden? Und warum ist sie immer noch verschwunden? Vielleicht ist ihr etwas zugestoßen. Sie hat Buch geführt. Vielleicht finden wir etwas in ihren Unterlagen. Möglich. Irgendwie. Und das kommt mir nicht rüber, ne? Okay. Wir haben aber gerade schon was angenommen.
Weißt du, was Andrew wirklich helfen würde? Ein Rat von einem anderen alten Soldaten. Hör auf, meine Gedanken zu lesen. Das macht mir Angst. Da lang. Soll sie nicht bereit sein? Was machen wir jetzt? Ich bereite das Ritual vor. Okay. Das haben wir schon mal gelesen. Gut, das wäre erledigt. Jetzt warten wir. Über was wollt ihr reden? Ich beneide euch, Schotte. Ihr habt den Krieg hautnah erlebt, aber ihr scheint keine Last auf euren Schultern zu tragen, keine Narben zu haben. Ja, aber ich musste zunächst mit der Situation umgehen lernen. Hat auch lange gedauert. Ich habe einige schreckliche Dinge getan. Der Schmerz beherrschte mich, obwohl ich ihn leugnete. Das kann man nicht. Ich musste ihn akzeptieren, ihm ein Zuhause geben, ihn in Ruhe lassen. Ihr erinnert mich an Joshua. Er sah auch immer nur das Positive, während ich immer in den Abgrund blickte. Aber ich habe gesagt, dass ich's versuchen werde. Also mache ich das jetzt auch. Ich bin froh, das zu hören. Das wird nicht leicht sein. Aber ihr seid nicht allein. Ihr habt eine Familie, eine Frau, Kinder. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ihr sie sucht. Vielleicht habt ihr recht. Vielleicht sollte ich wirklich fortgehen. Ein neues Kapitel, neu anfangen und so weiter. Gut für euch. In Ordnung, das Ritual ist vollbracht. Ihr solltet jetzt besser schlafen. Ihr seid sozusagen entbunden. Und denn, ich muss los. Nehmt euch Zeit, sammelt euch. Und Andrew, ich wünsche euch einen erholsamen Schlaf. Gebt auf euch Acht, McGrath. Ich habe schon zu viele Waffenbrüder verloren. Gesellt euch nicht zu ihnen. Abgeschlossen? Das war mal einfach. Das haben wir jetzt komplett gelöst. Da sind wir noch dabei, die Krankenschwester. Das kann man. Na, die Waffen kann man untersuchen, da sind wir auch noch dabei, ne? Das ist schon ziemlich am Ende. Schauen wir mal. Vielleicht hat es Auswirkungen, dass wir endlich mal den Beutel klauen können. Da ist noch so viel offen. Der Dienstplan für die Jäger. Flora Abbott sollte mittlerweile zurück sein. Jemand ist hastig aufgebrochen. Da ist sogar was. Da haben wir doch eigentlich alles schon mal durchsucht.
Ach, das ist die Bibel. Da wollte wohl jemand nicht ohne Waffe aus dem Haus gehen. Ach, das ist doch die Waffenkammer, ne? Eine Zeichnung des Grabs neben einer Höhle im Wald auf den Blick auf ein Tal. Ellen konnte gut zeichnen. Die Bilder sind fantastisch. Ellens Tagebuch, 25. Mai 1688. In den letzten Tagen habe ich kaum geschlafen. Ich habe über vieles nachgedacht, unter anderem auch über meine Zukunft hier in New England. Unsere Zukunft. Sebastian ist seit Leos Fiebertod mein Fels in der Brandung. Er ist ein wunderbarer Mann. Das Unglück hat uns nun bereits zum zweiten Mal ereilt, aber es hat ihn nicht verändert. Ich vertraue ihm nach wie vor. Er ist stark geblieben und ich hatte nichts anderes erwartet. Unermüdlich versucht er Tag für Tag, mich wieder aufzubauen, um meinen Glauben an der Zukunft wiederherzustellen. Er lässt mich auf eigenen Beinen stehen. Sein Optimismus erinnert mich an meinen Vater. Vielleicht liebe ich ihn deshalb so. Ja, da geht's ja runter. Da waren die Zellen, ne? Keine Spektralspuren. Eine Bibel? Das hier wurde bewegt. Vor kurzem erst. Ja, ich seh's. Gefängnisarchiv. Ja, der hat muss aber leicht gemacht zum Abhauen, oder? Sieh mal einer an. Eigentlich wollte ich was anderes machen. Das war keine Maus. Woher weiß Pennington davon? Weil er den Kopf im Arsch hat. Deswegen. Ja, und so kam es hier raus. Wenn das kein gewaltiges Kaninchen war, kam sie hier entlang. Gewaltiges Kaninchen? Daran will ich nicht mal im Traum denken. Kann ich was erfassen? Nein. Aber den Spuren nach hier. Da. In ihrer Eile hat sie etwas verloren. Was denn? Eine Zeichnung einer einsamen Hütte, die von der Sandra schon mal, oder? Die Hütte und der Grabstein kommen häufig vor. Vielleicht ein Hinweis? Vielleicht, aber das könnte überall sein. Einmal habe ich in einem Kerker in Paris den verrottenden Leichnam eines Bischofs verbannt. Das wird bestimmt eine tolle Geschichte. Ich vernahm ein Knurren im Verlies, also bin ich hinunter. Allein. Die Zelle war leer, die Tür verschlossen, kein Dietrich. Ich weiß nicht wie, aber er war aus der Zelle ausgebrochen. Ein Tyrann hatte Besitz von dem Bischof ergriffen. Er hat alle anderen Gefangenen abgeschlachtet, plante eine Rebellion, einen Aufstand der Toten. Na, bis heute weiß ich nicht, warum er dort war. Er wusste es wohl selbst nicht. Wunderbar! Mehr Spaß! Noch einmal, mit Gefühl. Oh, der hält was aus. Mach mal meinen Freund hier fertig. Ich konnte meine toten Wölfe sonst immer an einer Hand abzählen. Ich weiß nicht, was der Spruch da immer soll. Es waren doch bloß drei. Da ist sogar noch ein gelbes Fragezeichen hier. Da komme ich aber nicht dran. Das ist von oben rum. Von der anderen Seite hier oben.
Und da ist dann auch noch ein großes Haus und so weiter. Da haben wir hier ein Haus schon mal gespeichert. Das weiß ich. Und jetzt sind wir im Suchradius. Oh, schon wieder hier. Warum ich keine Fusion nehme? Komm her, Junge. Wer ist der Nächste? Was gefunden? Da sind Fußspuren. Das hat jetzt ausgeschaut wie eine Kugel. Ich habe jetzt dreimal hinschauen müssen. Nee. Ah, die Hütte aus Helens Zeichnungen. Wenn ich drauf zuläufe und es wird immer weiter, ne? Dann irritiert mich das immer jedes Mal. Ich muss da runter. Ehrlich. Wir sind da. Naja, zwischen da und da ist bei dem Spiel hier schon ein Unterschied. Oh, da ist er ja. Wir sind wirklich da. Was macht ihr hier? Ich ahnte doch, wir würden uns wiedersehen. Wenn Pennington euch geschickt hat, könnt ihr gleich weiterziehen. Ich habe euch nichts zu sagen. Sebastians Hülle ist verschwunden. Es muss schlimm gewesen sein, ihn erneut zu verlieren. Wie geht es euch? Die Tage sind ruhig. Einige sind besser als andere. Manchmal bin ich um die Erinnerungen dankbar. An anderen Tagen fühlen sie sich an wie Hände, die mir den Hals zudrücken. Ich lerne immer noch, mit meiner Trauer umzugehen. Ich wünschte, ich könnte euch sagen, dass die Zeit alle Wunden heilt, aber mir geht es immer noch so. Vielleicht ist es eine Lüge. Eines Tages werden die Erinnerungen nicht mehr schmerzen. Daran glaube ich. Seid dankbar für jeden Moment, denn das Glück vergeht zu schnell. Es war nicht leicht, euch zu finden. Wieso gerade hier? Als die erste Seuche grassierte, trug ich ein Kind in mir. Zwischen den Sterbenden brachte ich es auf die Welt. Mein Sohn hatte nie eine Chance. Ich wollte ihn fern der Minen begraben, fern der Garnison, an einem Ort nur für ihn. Ich brachte ihn hierher und ließ ihn hier. Und hätte es beinahe nicht mehr zurückgeschafft. Niemand sollte solche Qualen durchleben müssen. Ihr habt mein Beileid. Nun, ja. Ich würde es niemandem wünschen. Was mich interessiert, wie konntet ihr unbemerkt fliehen? Ich kenne Fort Jericho und seine unzähligen Besonderheiten. Hätte Pennington mal den Kopf aus dem Arsch gezogen, hätte er gewusst, dass er mich nicht in so eine Zelle stecken darf. Genau das habe ich auch gesagt. Hattet ihr Hilfe? Ich habe noch Freunde im Fort. Und wenn ihr glaubt, ich würde euch mehr verraten, dann habt ihr mich wirklich falsch eingeschätzt.
Was macht ihr hier oben? Sagt mir, hat euch Pennington nun geschickt oder nicht? Er hat mich geschickt. Er denkt, dass ihr etwas im Schilde führt. Soll er ruhig. Soll er sich vor mir fürchten, die hinter jeder Ecke auf ihn lauern könnte. Soll er in seinem Wahn leben. Ich glaube, dazu braucht er euch nicht. Wenn nicht ich, dann jemand anderes. Ein Mann in seiner Position braucht einen Feind. Echt oder eingebildet. Ich spielte diese Rolle, aber nun schmeiße ich hin. Ich habe genug von Pennington, von Fort Jericho und allem, was drin ist. Wie sieht euer Plan aus? Ihr habt sicher nicht vor, ewig hier zu bleiben. Das könnte ich, aber nein. Sobald die Straßen frei sind, breche ich nach Boston auf und beginne ein neues Leben. Der Tod begleitet mich schon fast mein ganzes Leben lang. Aber zu sehen, wie ihr als Verbanner stolz an seiner Seite wandelt, nun, es ist, als würdet ihr mit dem Tod tanzen. Das gibt mir zu denken. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich meine Gabe akzeptiere und sie nutze. Vielleicht sollte ich auch mit dem Tod tanzen. Hattet ihr schon immer eine Verbindung mit dem Totenreich? Vermutlich. Als Kind spielten wir geheime Spiele, bei denen wir Geister riefen. Was Kinder ebenso tun. Nur, dass sie zu mir hin und wieder kamen. Ich weiß noch, ich sah meine tote Großmutter wochenlang am Fußende meines Bettes sitzen. Mein Vater dachte, ich hätte eine zu lebhafte Fantasie. Er wollte nichts davon hören. Das war keine Einbildung. Es ist eine Gabe. Mit etwas Feinschliff und Übung im Kampf könntet ihr eine gute Verbannerin werden. Ich hatte gehofft, jemanden zu finden, der mich auf diesem Weg begleiten würde. Es ist kein einfaches Leben. Viele Gefahren, viel Tod. Wut, Verachtung, Trauer. Nun, dann übe ich ja bereits seit Jahren fleißig. Seid gewarnt, es ist alles andere als ein Kinderspiel. Wir prügeln uns nicht nur mit Schemen. Dann zeigt es mir. Zeigt mir einen Gegner, mit dem es Verbanner zu tun bekommen. Lehrt mich. Das täte ich nur zu gern. Aber aufgrund bestimmter Umstände bin ich dazu nicht mehr qualifiziert. Sieht aus, als hättest du einen neuen Lehrling, Red. In Ordnung, ich akzeptiere. Bis sich jemand besser dafür eignet. Das ist sehr interessant. Zeigen wir Helen, wie Verbanner kämpfen. Zunächst solltet ihr wissen, dass der Kampf gegen Schemen selten leicht ist. Sie können sehr listig sein. Ja, Vorsicht ist besser als Nachsicht, aber ihr seid in guten Händen. Ich weiß von einer Höhle, in der wir fündig werden könnten. Folgt mir. Das ist wirklich, Andrea, wirklich interessant. Wie seid ihr Verbannerin geworden? Meine Mutter war eine Heilerin. Sie hatte die Gabe, hat mir alles beigebracht, was sie wusste. Aber ich war anders. Ich hatte die Gabe, Geister zu sehen. Mit 15 bin ich von zu Hause fort, um mehr zu lernen. Ich kannte niemanden und hatte nichts. Aber meine Lehrer erkannten meine Wissbegierde und nahmen mich auf. Und jetzt bin ich hier. Ein echtes Abenteuer. Ja, aber wir unterbrechen das Abenteuer hier mal. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.